männliche Körper steht derzeit im Kunstmuseum Lentus im Mittelpunkt. Die Ausstellung Vollmilch widmet sich der Gesichtsbehaarung und deren vielfältiger Bedeutung. Die Botschaft könnte man so formulieren: Der Bart gehört nicht bei den Männern allein. Der Bart wurde zu einem Zeichen, das auch feministisch parodiert wird, der umgeschrieben wird, der in ganz andere Bedeutungszusammenhänge getaucht wird. Das zeigt diese Ausstellung. Und die Ausstellung geht von einem Alltagsbefund aus. Sie geht aus von der Renaissance der Bartmode, wie wir sie überall auf der Straße, in den Modemagazinen, im Werbefernsehen, in der Popmusik erleben können und fragt danach, was für Bedeutungen der Bart heute annehmen kann. Die Ausstellung Der nackte Mann erzählt, wie sich der Mann seit dem letzten Jahrhundert neu erfindet und sich seiner Nacktheit stellt. Die Botschaft der Ausstellung ist, dass sehr viele nackte Männer bisher in den Museen unsichtbar waren. Sie sind in den Depots gehangen, sie sind privat bei Sammlungen verborgen gewesen. Und es war uns ein Anliegen, dieses Thema, das in der Kunstgeschichte sehr intensiv und über 100 Jahre abgehandelt wurde, einmal der Öffentlichkeit näher zu bringen. Wir sehen hier 340 Werke, die alle einen nackten Mann zeigen. Es ist eine ungeheure Vielfalt in der Darstellung des enthüllten Mannes. Und ich glaube, die große Überraschung wird sein, dass es hier nicht einfach um Nacktbilder geht, sondern dass hier wirklich eine Geschichte des Mannes, des heutigen Mannes, aber auch des ganzen vergangenen Jahrhunderts erzählt wird. Folge dem Mann mit Hilfe von 12 Kapiteln durch das 20. und 21. Jahrhundert. Beispielsweise im Kapitel Adam zeigen wir den Mann frei und ungezwungen in der Natur. Vor allem die Brücke-Künstler orientieren sich an der neuen Philosophie der Lebensreformbewegung, die den Menschen zurück in die Natur führen möchte. Vollmilch und Der nackte Mann, nicht nur für Frauen, im Kunstmuseum Lentus zu bestaunen.